Ein Doppelpack von Daniel Käther-Rühl hat der SPVGG Greuther Fürth einen Sieg zum Start in die 2. Fußball-Bundesliga beschert, der Tabellen-15. Der vergangenen Saison bezwang den SV Sandhausen mit 3:1, 0:0. Philipp Klingmann, 55., brachte die Gäste in Führung, ehe Neuzugang Käther-Rühl, 78., 81. Handelfmeter die Begegnung drehte. Daniel Steininger schraubte das Ergebnis in der 89. Minute weiter in die Höhe. Die 8.450 Zuschauer erlebten eine an Höhepunkten am ersten Halbzeit. Beide Mannschaften scheuten das große Risiko und setzten auf eine stabile Defensive. Die beste Chance der ersten Halbzeit bot sich den Gästen kurz vor dem Seitenwechsel. Fürths Schlussmann Sascha Burchert parierte aber stark gegen Fabian Schleusener, 43. Beim Gegentreffer war Burchert dann aber machtlos. Nach einem Ballverlust von Maximilian Wittek traf Klingmann sehenswert aus rund 15 Metern zur Führung der Gäste. Punkt. Fürth verstärkte nach dem Rückstand die Offensivbemühungen und wurde durch den Doppelpack von Käther-Rühl, der in der vergangenen Saison noch bei Drittligist Fortuna Köln spielte, belohnt.